Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserem Online-Gottesdienst. Wir sagen in den letzten Wochen ja immer wieder, dass es ein Privileg ist und ein Vorrecht ist, dass wir den Gottesdienst in euer Zuhause bringen dürfen. Das ist ganz besonders. Ich habe diese Woche ein Gespräch geführt mit einer Person, die auf unsere Online-Gottesdienste gestoßen ist. Und das war nämlich an Ostern. Und diese Person hat tatsächlich zurück zu Gott gefunden. Und das war für mich so ein Vorrecht mit dieser Person. Ich glaube, es war so ein zweistündiges Telefonat, wo ich dieser Person nochmal erklären konnte, was ist eigentlich die Absicht Gottes für unser Leben. Und was mich besonders freut, ist, dass wir diese Woche auch einen Glaubensstarter in Lübeck gestartet haben. Da sprechen wir darüber, genau über dieses Thema. Was ist die Absicht Gottes? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Gibt es Gott überhaupt? Was bedeutet der christliche Glaube? Und vielleicht interessiert dich das auch und du sagst, ja, wenn das in Lübeck gerade gestartet ist, vielleicht kann ich mich dazuschalten. Melde dich sehr gerne bei uns im Büro. Wir werden da ganz gerne einen Kontakt mit dir herstellen. Und außerdem interessieren uns natürlich die ganzen Geschichten. Diese Geschichten, wie ich sie gerade erzählt habe. Jemand findet Gott, erlebt Gott. Das ist so spannend und gerne schick uns doch deine Geschichte hier an die E-Mail-Adresse, die unten eingeblendet wird. Wir würden uns sehr freuen, von dir zu hören. Man sagt ja, dass man sich an alles gewöhnen kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht doch in verschiedenen Bereichen des Lebens. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für all die positiven Feedbacks, die wir bekommen zu unseren Online-Gottesdiensten. Und wir werden die sicherlich weiter durchführen. Aber gleichzeitig, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, findet hier jeden Sonntag um 18 Uhr ein Gottesdienst statt, der uns wieder in Gemeinschaft führt, wo wir gemeinsam die Gegenwart Gottes erleben. Was für ein Privileg, alle wieder zu sehen, die ein Ticket gezogen haben. Und das kannst du auch. Ja, wenn du gerne wieder diese Gemeinschaft erleben möchtest, gemeinsam Gott anbeten möchtest, einander wieder wahrnehmen, einander feiern möchtest, dann zieh dir gerne ein Ticket. Auch das wird hier unten nochmal so eingeblendet, wie du das machen kannst. Wir würden uns freuen, dich auch hier zu sehen. Ich habe gerade gesagt, gewöhnt man sich an alles? Ich weiß es nicht so ganz genau. Wir werden weiter ganz genau beobachten, wie das mit den Lockerungen hier so weitergeht und überlegen gerade, dass wir nach den Sommerferien auch vormittags wieder mit einem Gottesdienst starten. Diesmal direkt für die Familien, sodass die Kinder wieder dabei sein können, die Teens dabei sein können. Wir freuen uns ganz besonders auf diese Zeit. Nochmal hier an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für eure Unterstützung. Wir sind sehr gesegnet als Gemeinde und auch sehr berührt von eurer Liebe und Hingabe für diese Gemeinde und danken dir für jede Spende, die in den letzten Wochen zu uns gekommen ist. Und hier unten auch wieder eingeblendet unsere Kontonummer. Ganz, ganz herzlichen Dank für jeden Euro, jeden Cent, der uns gespendet wird für diese Arbeit. Jetzt werden wir sehen, was alles so los ist in der nächsten Zeit hier in der Leuchtfeuergemeinde. Und wir freuen uns, dass nach und nach das Leben in der Gemeinde wieder so anfährt. Ja, jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch einen ganz, ganz starken Gottesdienst und freue mich auf ein Wiedersehen.